Hallo, ich bin Max Mohr und sehe ein bisschen, ich gebe es zu, derangiert aus, weil ich gerade hinter mir habe das große Vergnügen, aber auch die Herausforderung, Sprecher zu sein im Kinofilm Zwischen Himmel und Eis, den ich Ihnen wirklich von ehrlichem Herzen an dasselbe legen möchte. Also ich kann nur sagen, dieser Film zeigt, wie lange es braucht, bis Erkenntnis sich durchsetzt. Wie wichtig es ist, dass ein Forscher ganz naiv anfängt und sagt, ich will einfach einen unbekannten Kontinent, nämlich die Antarktis, entdecken, wie seine Erkenntnis ihn selbst verändert, wie es sein Leben verändert, wie seine Besessenheit immer größer wird und wie seine Resignation letztendlich auch größer wird, indem er der Menschheit sagt, es ist klar, wir sind verantwortlich für den Klimawandel und alle sagen, na ja, ist ja nicht, und es bewirkt einfach nichts. Dieser alte Mann steht jetzt am Ende seines Lebens und erzählt seine Lebensgeschichte mit großartigen Bildern, mit Erkenntnissen. Man kann auch viel lachen in diesem Film. Man ist immer wieder erschrocken in diesem Film. Also ich kann Ihnen nur sagen, nehmen Sie diesen Film an sich, geben Sie ihm eine Chance, pflegen Sie ihn, machen Sie jede Werbung, die Sie können, benutzen Sie das Material, das Sie vom Verleih auch kriegen, hängen Sie überall die Plakate und die Flyer auf, machen Sie Riesendinger hier, beschreiben Sie es groß über Ihr Kino und ich bin ganz sicher, Sie werden diesen Film natürlich auch im großen Hauptsaal zeigen und nicht im Studio B hinten rechts, wie sonst immer. Also dieser Film ist es wert, wirklich eine Chance zu kriegen in diesem Sinne. Viele Grüße an die Zuschauer. Ihr Max Mohr.